Yo, yo, Freunde, was geht, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Let's Play Dying Like 2. Ich muss die Folge von vorne mal aufnehmen, ich habe Scheiße gebaut. Ja, wie ihr seht, ohne Astro. Ich habe festgestellt, dass Astro wirkt auf mein Gehirn so stark, dass ich Müdigkeitssymptome bekomme und dauernd am Gehen bin. Habe ich gestern im Livestream gemerkt. Also, wir gehen jetzt rein ins Spiel und ich werde euch dazu einige Sachen erklären, weil ich habe da schon ein bisschen vorgelaufen. Und ja, wir haben Material besorgt, Bomben, also Dünger. Und ja, müssen jetzt die Folge von vorn beginnen. Haben das alles angebracht. Ich zeig's euch. Wir schalten mal eben um. So, wie wir hier sehen können, haben wir hier die Peacekeeper, das Riesenteil, das Windrad und alles, ne? Und da haben wir Bomben angelegt, 3 Stück von Winchos Errechnung. Alberto hat das berechnet und wir müssen jetzt ihm sagen, dass er das in die Luft sprengen kann. Ob das ganze Ding jetzt hochgeht, werden wir sehen. Ich schalte mich aus und wir sind gespannt. Die Sprengsätze sind am Platz. Zeit für das Feuerwerk. Möchtest du das machen? Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Der Zünder funktioniert nicht. Ich fürchte, die Störung durch das Windrad ist zu stark. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Das Windrad steht noch. Der Rotor dreht sich ja noch. Schau. Vincenzos Berechnungen. Die stimmen nicht. Das habe ich ihm nun repariert. Das muss hinhauen. Ja, wie wir sehen, mit Alberto sprechen. Meine Schuld, nicht Vincenzos. Was machst du? Eine scharfe Bombe? Bevor die PKs anrücken, gebe ich dir eine scharfe... Fernzündung ist zu unsicher. Wegen der Funkstörungen. Was jetzt? Die hier jagt garantiert das komplette Windrad in die Luft. Wie viel Zeit habe ich? Mal sehen. Die geht jeden Moment hoch. Lauf! Und wo soll sie hin? Wohin? Du musst zurück! Und? Tu sie auf! Platzier sie auf! Die muss auf! Muss sie mitten ans Windrad? Ich kann für mich selber reden, wenn du erlaubst. Wo soll sie hin? An den Generator? Nein, bloß nicht! Sie muss an den Rotor. Da oben. Du musst hochklettern. Ganz nach oben? Im Ernst jetzt? Die Bombe tickt, Aiden. Meinst du wirklich, jetzt wäre die Zeit für Scherze? Oh, Scheiße, Mann. Zwei Minuten. Ah, hier ist so ein Teil. Okay, weiter nach oben. Ah, ah, fuck! Alter! Geh schon!
Ganz da oben. Ich bin der Experte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Und, wie soll ich das machen? Ah, da festhalten wahrscheinlich, ne? Dieses Piepen, Alter. Dieses Piepen, Alter. Okay. Immer mit der Ruhe. Es ist alles gut. Komm schon. Schneller. Weiter. Ich komm doch nicht weiter, Alter. 1 Minute 30, wie soll ich das denn schaffen, Alter? Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Mann. Komm schon! Wie soll ich denn da hoch, Alter? Wenn das hier so langsam fährt, die Scheiße. Oh mein Gott, noch 50 Sekunden. Ah! Ah! Nein. Die dritte. Mann, ist das scheißenschwer. Unter Zeitdruck arbeiten mag ich gar nicht. Boah, Leute. Das ist kein Spaß hier, ey. Komm, Windrad, wo ist denn das Problem? Komm, kletterst du nicht da hoch, Alter! Neue Parkour-Fähigkeiten. Schön, dass ich das jetzt habe. Komm schon. Schneller. Weiter. Ah, verdammt, Alter, nochmal. Ich brauche das. Das andere, das hält mich einfach nicht. Ich kann nicht hochklettern. Wie die das auch gebaut haben, ist krass, ne? Schafft das schon wieder nicht. Wo soll ich denn hin, Alter? Ach, da. Komm, kletter hoch. Höher. So viel Ausdauer habe ich doch gar nicht. Mein Gott. Bin ich jetzt endlich oben? Oh nee, Alter, noch weiter. Piepen. Dann ins Wasser springen wahrscheinlich, ne? Ja! Spring runter, Alter! Bam! Bist du wahnsinnig? Hallo? Alberto? Bin unterwegs. Bin schon da. Diese dreckigen Bastarde. Was habt ihr mit ihm gemacht? Das
Die nenn ich mal eine Bombe. Meine Bombe. Du hast sie echt toll erwischt. Wir haben sie herrlich erwischt. Ohne dich würde das Windrad noch stehen. Fast so schön wie das Feuerwerk 1900. Ich bin alt. Und du wirst auch noch älter werden. Hör bloß auf, Eden. So verwirrt bin ich nun auch nicht. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, was alle über mich denken. Klar weiß ich das. Sag allen, dass wir das nur wegen Vincenzo geschafft haben. Okay? Und alles dank dir, Alberto. Nein. Vincenzo gebührt der Dank, okay? Sie lachen ihn aus. Meinetwegen. Aber nun, da wir das hier geschafft haben... Werden sie nicht mehr lachen. Verstehst du? Sein alter Herr ist keine Witzfigur mehr. Hat die Peacekeeper zum Rückzug gezwungen. Sag allen, dass er es war. Versprich es mir. Okay, mach ich. Und sag ihm, bitte sag ihm... Ja, wird gemacht. Sag ihm, wie stolz ich bin. Das habe ich ihm noch nie gesagt. So, ich bin stolz auf dich. Sag ich ihm. Versprochen. Ruhe und Frieden, Alberto. Ja, Freunde, erzählen Sie Vincenzo von seinem Vater. Das müssen wir jetzt eben schnell machen. Hey, Aiden, nettes Feuerwerk. Und jetzt jagen wir diesen Puff in die Luft. Nein, es gibt da was, um das ich mich vorher kümmern muss. Du kapierst es nicht. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. So, jetzt können wir ins Stadtzentrum, weil alle abgelenkt sind. Ich habe Alberto versprochen, seinem Sohn was auszurichten. Willst du deinen Job erledigen oder lieber den Postboten spielen? Es gibt schlechte Nachrichten, Hakon. Alberto ist tot. Aha. Aber die U-Bahn-Tunnel sind leer. Eine bessere Gelegenheit gibt es vielleicht nie. Bist du sicher? Ich muss Vincenzo finden, Hakon. Das habe ich versprochen. Du bist also ein Postbote. Beeil dich! Bin der Beste. Sarah und Jana. Wenn du fertig bist, treffen wir uns bei ihnen, falls du da noch lebst. Ich bin der Beste, Alter. Also entspann dich, Bruder. So, Freunde, wir jumpen jetzt dahin. Wir sehen natürlich nur, also ihr seht nur einen kurzen Cut und dann wäre ich schon wieder da. Aber für mich ist es natürlich eine halbe Ewigkeit. Also würde ich sagen... Bis gleich, Alex. Du weißt, was du zu tun hast. Das war's dann wohl. Alles erledigt. Große Gegenwehr gab's da ja nicht. Weil es Feiglinge sind. Wusste ich's doch. Was ist mit den Gefangenen? In den Kerker? Kannst doch vorher gern noch drüber rutschen. Hey, da ist Chubbs. Sie haben Chubbs gekillt? Sieht ganz so aus. Aber nur ihn, glaube ich. Das müssen wir Anderson sagen. Aber wo ist sie? Müsste längst hier sein. Ich gehe sie suchen.
Ja, wie es ausschaut. Was glaubt ihr, dass es sich nicht... Bereit, Arschloch! Komm her, du Wichser. Bist du dran? Komm her. Bereit, Arschloch! Hier kommen die Pika. Dummer Wichser, Alter. Ich bin kurz vom Tod, ey. So. Wir machen vorher kurz mal eine Aufrüstung, haben Fertigkeiten zum Investieren. Leider nur in Parcours. Das brauche ich. Okay. Alle tot hier. Ich glaub's nicht. Was ist hier passiert, Mann? Gibt es schon Befehle? Wir brauchen mehr. Ist Anderson immer noch nicht da? Sonst würde ich ja nicht fragen. Achtung, oder? Leute. Richtig ab, sonst platzt hier noch eine Ader. Diese Uniformen sind nicht warm genug. Meine Leute. Das sei vorbei, Mann. Ich kann nicht glauben, dass Karl uns verraten hat. Mensch, Pilger. Zuerst dachte ich, du hättest uns verraten. Aber Karl... Wenn er nicht gewesen wäre, hätten die Peacekeeper uns nicht angegriffen. Und direkt nach der Explosion ist er abgehauen. Auf der oberen Etage sind noch welche. Okay. Ich kümmere mich drum. Lauf. Wir machen sie fertig, Freunde. Da oben in der Etage noch welche. Okay, wir brauchen jetzt eine bessere Waffe. Die haben wir ja schon. Können wir die von hinten ausschalten, die Wichser? Und nur da hinten. Mal Wichser, Alter. Da ist noch einer. Wenn wir dich. Okay. Da oben. Wir sind genauso gut organisiert wie diese Pisser, oder? Pilger, oh, hey, wir haben spät, jetzt übertreibst du auch. Ich und meine Kumpels machen dich kalt. Deine Kumpels? Hier gibt's keine mehr, du Wichser. Jetzt. Komm her. Dumme Sau mit deiner scheiß Kopfnuss, Alter. Halt deine Fresse. Dumme Sau, Alter, mit mir nicht.
Hey. Aiden? Hab keine Angst. Es ist jetzt sicher. Danke. Hey, Sophie. Wo ist Vincenzo? Aiden, pass auf! Aiden wird mich bestens für dich bezahlen. Nein. Fuck! Der Typ war es nicht mehr wert, angepisst zu werden. Steh auf, Aiden. Ah, danke, Mann. Jetzt sind wir quitt. Es ist noch nicht vorbei. Aiden? Aiden, komm raus, du Feigling! Komm raus und kämpfe! Verzieh dich von hier, Anderson. Das ist Bazargebiet. Sag Aether, dass er immer noch alles abblasen kann. Warum sollte er das tun? Läuft doch alles für uns. Du bist dümmer, als ich dachte. Komm runter und kämpfe. Und hör auf, deine Bazar-Freunde als menschliche Schilder einzusetzen. Aiden, nein! Wenn du willst, Bitch. Wir schaffen das, wir schaffen das. Stirb, Arschloch. Okay, Alter. Verräter! Timing, Timing, Timing! Ich schneide dir die Kehle. Alter! Alter, wie hat die es jetzt gemacht, Mann? Töten wird mir Spaß machen. Wichs! Ich hab doch noch ausgewichen, verdammte Scheiße, Alter! Du wirst mit den restlichen Wichsern hier. Oh mein Gott! Nein! Fuck! Schöne Grüße von Aether. Entscheidung, Arschloch. Du bist tot. Bereit zu sterben. Angreifen, Leute! Schönen Gruß von den PKs. Ei! Zusammen. Ah, du Wichser! Du Wichser! Eine Fresse! Stirb, Arschloch. Ich töte dich. Darauf habe ich gewartet. Verräter! Dir zeige ich's. Oh, fuck, Alter. Du hast es so gewollt. Ich schneide dir die Kehle durch. Verfickte Basant! Aiden, es gibt Meldungen, dass sich Aethos Leute zurückziehen. Der Plan ging auf. Wir haben das Licht ausgemacht und die Infizierten haben sie in Stücke gerissen. Ohne Licht haben sie keine Chance. Aether hat seine Männer abgezogen. Sie sind in den U-Bahn-Tunneln. So kommen wir nicht ins Stadtzentrum. Karl hat uns hintergangen. Er ist zu den Peacekeepern gegangen und hat sie gewarnt. Er behauptete, er wolle ein Blutvergießen verhindern, hat es aber nur noch schlimmer gemacht. Jetzt aber leite ich den Bazar. Und ich verspreche, dass wir Aether besiegen werden. Und ich werde dich zum Zentralring bringen. Sophie, schmeiß den Bazar! Für Sophie! Hey, wie viele PKs braucht man, um ein Hemd zu bügeln? Keinen! Weil die viel zu tot zum Bügeln sind. Alberto ist tot. Aiden, du alter Stimmungskiller. Ja. Wirklich? Er starb beim Sprengen des Windrads. Wie ist es passiert? Wir haben Vincenzos Plan umgesetzt, aber dann musste Alberto Vincenzo ersetzen. Er opferte sich, um das Windrad zu sprengen. Leck mich am Arsch. Auf Alberto! Auf Alberto! Und? Wo ist Vincenzo? Draußen. Sieh dich um. Okay. Das ist jetzt der Job danach. Folge beenden. Ist schon wieder viel zu lang hier. Vincenzo. Aiden,
Wir haben es geschafft. Mein Vater, er hat es wirklich geschafft. Ich soll dir von deinem Vater was sagen. Er war immer stolz auf dich. Sehr stolz. Was? Warum erzählst du mir das? Und nicht ihm? Er ist gestorben, Vincenzo. Gestorben für den Bazar. Musste er leiden, als er starb? Nein, er hat gelächelt. Er war stolz auf dich. Stolz, dass er deinen Plan umsetzen konnte. Danke, dass du bei ihm warst, Aiden. Mein Vater war ein toller Kerl, Vincenzo. Ja, Alberto war schon okay. Guter Handwerker. Früher hast du ihn einen Loser genannt. Ein Trottel, hast du gesagt. Wenn wir mehr Albertos hätten, wären die PKs schon längst weg. Du! Kümmere dich um Vincenzo. Los! Du hast saugute Arbeit geleistet, Aiden. Wir werden die PKs besiegen. Und wir werden dir helfen, ins Stadtzentrum zu kommen. Du bist jetzt einer von uns, Bruder. Du bist Teil der Bazar-Familie. Danke, Barney. Viel Glück. Viel Glück, Pilger. Yeah! Barney und ich, best friends. Ich warte bei den Mädels auf dich. Beeil dich, Aiden. Die Passage ins Zentrum. Sie ist versperrt. Ich habe eine andere Idee. Beeil dich! Okay, bin unterwegs. Ja, liebe Freunde. Ich sag, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind jetzt offiziell Bazar-Team. Yeah. Ich freue mich und ich hoffe, ihr gewöhnt euch so ein bisschen dran, dass ich mit Kopfhörer jetzt zocke. Also mir gefällt das wirklich optisch besser. Ich kann entspannt zocken, keine Kopfhörer mehr, die mich lahm machen. Ich habe viel mehr Energie jetzt. Weil wenn ihr solche Wireless-Headset habt, auch Astro, es ist einfach so, dass diese Astros so viel Elektrostand setzt auf euren Kopf, das geht da direkt in eure Gehirnzellen rein. Und nach einer Stunde zocken, habe ich es gestern gemerkt, am Abend, das merke ich jeden Tag, wo ich das bis heute geändert habe endlich, dass dieses Headset einfach so viel Strahlen in euch reinballert, dass ihr einfach müde werdet. Weil ich habe ja Elektroschutz und sowas an alles, aber das Headset kannst du dich davor schützen, weil das so nah an deinem Körper ist, dass es dich trotzdem schaden kann. Dass es dich müde macht. Ich werde dafür einen Aufkleber besorgen, dass ich das Headset aufschraube und komplett da drauf kleben werde, dass das nicht mehr so sein wird und dass der Akku auch länger hält. Nicht mehr so oft aufgeladen werden muss. Und dass ich dann auch in Zukunft mal wieder benutzen kann, das Headset. Weil jetzt momentan benutze ich das gar nicht. Ich will komplett auf Kabel umsteigen. Aber ich habe ein richtig geiles Soundblaster, was sogar bessere Qualität hat wie ein Astro. Und von daher will ich jetzt auf Kabel umsteigen. Trotzdem werde ich das trotzdem benutzen noch. Aber erstmal in Zukunft weitermachen. In diesem Sinne, Freunde, ich laber wieder zu viel. Haut rein. Ich hoffe, euch geht's natürlich gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Dying Light 2. Wir sehen uns.